Herzlich willkommen zu einem neuen Prüfstandsvideo aus der Halle 77 an einem verregneten Freitag. Wir haben echt in letzter Zeit oft das Pech, dass es echt Bindfäden regnet. Ja. Jedoch sind bis jetzt schon 4 Autos da, 5 haben wir angenommen und wir gehen direkt runter ins Museum und fangen mit dem ersten Auto an. Morgen! Hallo. Morgen! Ihr seid alle für Prüfstand hier, richtig? Das ist es, genau. Oh, ich kann euch, glaube ich, mal mit ins Museum entführen. Wir machen das, glaube ich, heute bei dem Wetter im Museum. Ist, glaube ich, einfacher, statt dass wir alle gleich im Regen stehen hier. Dann geht's schon direkt los. Wer von euch hat denn das schlechte Wetter mitgebracht? Keiner freiwillig, die Autos werden alle nass. Ja. Gestern war es noch schön. Ich wollte sagen, gestern war es noch echt schön und heute regnet. Nichtsdestotrotz stehen wir hier zum Glück im Trockenen. Wir fangen an. Wir haben echt coole Autos, habe ich schon dabei gesehen. Opel Manta ist der erste. Zu wem gehört der Manta? Dann hole ich mir als erstes mal eben deinen Schlüssel, fahre das Auto auf den trockenen Prüfstand. Und dann erzählst du uns gleich was dazu, was du für ein Auto hast. So machen wir's. Erster Eindruck, Micha? Hammer. Sieht gut aus, ne? Mhm. Weißt du, was ich auch cool finde? Ich bin selbst noch nie persönlich gefahren. Bei dem Wetter natürlich auch schlecht. Aber hörst du was? Wie 3 Liter? Woher weißt du das? Das steht da drauf. Ah, okay. Ich wundere mich gar nicht, woher weiß er das? 6-Zylinder. 6-Zylinder in einem Manta B. Früher hat man gesagt, das ist zu kopflastig. Aber du merkst halt, wie schön sanft der Motor läuft. Das finde ich gerade echt cool. Farbe finde ich geil. Ja. Das Blau steht in Manta äußerst gut. Rot finde ich auch nicht schlecht. Manta ist halt so ein Ding. Wenn ich so an unseren Manta denke, der hat jetzt, abgesehen von dem Kinofilm, auch keine weitere Aufmerksamkeit bekommen. Ich wüsste aber auch nicht, was wir da machen sollen. Ich glaube, einen originalen GSI-Manta umzubauen oder zu verfummeln, wäre jetzt nicht so geil. Da ist Tieferlegungsfehler drin gewesen. Wir haben nur ein paar andere Felgen drauf gesteckt. Ich sag mal so, ich würde es, glaube ich, so lassen. Also motormäßig würde ich da auch nichts dran machen. Dafür haben wir ja andere Projekte. Dreiteiliger Spoiler und das beliebte Glasdach. Ne? Mhm. Ich glaube, das kennen wir alle. So, jetzt können wir mal zum Besitzer gehen. Schön, Manta, hast du das mitgemacht, glaube ich, ne? Richtig. Du hast es, ich habe gerade mich gewundert, ich habe den gestartet und denkst so, naja, 4-Zylinder sind das nicht. Nee. Fahre ich drauf, tritt so einmal aufs Gas und Micha sagt, ist 3 Liter. Ich denke, woher weiß er das? Weil du hast es auf dem Kotflügel schon wohl draufstehen. Richtig. Welcher 3 Liter ist da drin? Der 24V, C30 SE, 3024V. Also mit 204 PS. 204 PS. Das Ganze, so wie ich das, glaube ich, gesehen habe, wird 100% eingetragen sein. Richtig. Weil ich habe die Tachoskala gesehen, die bis 240 geht. Das sind da alles so Sachen, die eingetragen werden müssen. Richtig. Und wie lange ist der Umbau her? Da muss ich mal kurz ausholen, wenn ich darf. Na, gerne. Das Auto habe ich 96 gekauft, als rohe Karosse, auf 4 Rädern, keine Scheiben drin. Armaturenbrett war nur vorne, also nur die Abdeckung drin, sonst nichts. Kein Motor, kein Getriebe. Und damals war die Zeit mit Manta und 6-Zylinder-Umbau. Nachbar umgebaut, ein anderer Freund umgebaut. Und dann habe ich auch einen 6-Zylinder reingebaut vom Asenator, 3 Liter, 12-Ventiler. Und bin damit gefahren, dann alles eintragen lassen von 97 bis 2004. 2004 stand die Hochzeit an und der hat keinen Cut gehabt. Und ich wollte das Auto unbedingt behalten, weil da schon so viel Zeit und Geld drin war. Und dann habe ich mir einen Jungen Abschiedsgeschenk selber gemacht und habe mir den 3024V gekauft. Mit Cut, damit ich das mit der billiger ist und damit er noch ein bisschen besser läuft. Ja. Habe ich alles vom Strauß gekauft, SKT Strauß in Böhmenkirch, bei Heidenheim ist das. Da ist auch der Auspuff her, da ist die Ölwanne drin, das ist alles umgebaut. Der hat eine 8 Liter Ölwanne für den umgebaut, für Manta, damit er alles reinpasst. Die Vorderachse ist umgeschweißt, auch vom Strauß extra, damit das passt. Wie gesagt, Doppelrohr Auspuff von vorn bis hinten. Das war 2004, also 20 Jahre ist jetzt der Umbau her. Wahnsinn. Hast du das damals dann direkt eingetragen auch bekommen? Alles. Ohne Probleme, ne? Ohne Probleme. Beim Strauß hinfahren, der hat Gutachten dafür. Der hat damals, erst damals auf dem Nürburgring gefahren mit 3 Mantas, verschiedene Auspuff, verschiedene also Motoren drin. Und der hat also wirklich ordnerweise Gutachten, wo das alles mit dem TÜV abgenommen worden ist dafür. Man hat dem Manta immer früher nachgesagt, wenn der auf 6-Zylinder umgebaut wurde, ist der zu kopflastig. Würdest du das so bestätigen, dass der sich nicht mehr so schön fährt wie der 4-Zylinder? Bist du mal ein 4-Zylinder Manta im Vergleich gefahren? Ja, bin ich gefahren, habe ich ja auch gehabt am Anfang. Ich habe ja ziemlich schnell Manta gehabt. Ist anders zu fahren, das stimmt, aber er ist nicht unfahrbar, wie viele das sagen. Du brauchst halt die richtigen Federn, auch vom Strauß, verstärkte. Ja. Ich habe jetzt noch erst vor 2, 3 Wochen nagelneue Stoßdämpfer eingebaut, weil die fertig waren. Und das Auto ist, du kannst mit dem um die Kurven fahren, also kein Problem. Ja, und was gut ist, der Motor hat natürlich ausreichend Kraft, ausreichend Drehmoment, da würde ich mir gar keine Gedanken machen. Also das fährt mit Sicherheit sehr, sehr gut. Farbe, war der schon immer so? Nein. Ist das ein Original Opel-Lackton? Wie heißt das noch?
Opalblau. Opalblau, richtig. Auto, wie gesagt, sieht super schön aus. Schade, dass es heute regnet. Ja. Das würde das Auto ja noch besser rüberkommen, wenn er nicht gerade unbedingt nass ist. Denkst du denn leistungsmäßig, dass der 324 V... Ich hatte den vor vielen Jahren mal auf dem Opel-Treffen, war mein Leistungsprüfstand. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt fährst du mal rauf und da haben die 216 PS gemessen. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ob das jetzt heute ist, weiß ich nicht. Und ich habe mir gedacht, mein Sohn schraubt jetzt auch immer fleißig mit. Wir haben erst Ostern Vorderachse, Motor, Getriebe, alles draußen gehabt, weil die Motorgummis, die Motorblöcke kaputt waren, sind aufgesessen über die ganzen Jahre. Habe ich neue eingebaut und du kannst am 24 fahren nicht einfach mal so schnell da oben wegbauen, das geht nicht. Alles ausgebaut und neue Blöcke rein, vom Getriebe noch, Außerglage noch neu gemacht, wie gesagt, das haben wir gemacht. Und dann ist der Innenraum noch lackiert worden, weil er hat noch die alte Farbe gehabt. Ja. Weil ich habe vor ein paar Jahren einen Unfall gehabt mit dem, der sah vorher nicht so aus. Der hat 15 Zellräder gehabt, das Blau war anders. Und eine Fahranfängerin ist mit dem Stoppschild hinten drauf gefahren. War Rahmenschaden quasi fast, also nicht total Schaden, aber ein Rahmenschaden. Das Problem ist, wenn du von hinten Mantel hinten drauf fährst, das knickt sofort alles ein. Das drückt alles, sofort alles weg. Alles richtig. Und da mein Opel-Händler meines Vertrauens, der das auch mir alles ermöglicht hat und fleißig viel gemacht hat, hat hinten das ganze Heck weggeschnitten, ausgezogen, Heck weggeschnitten, hat ein neues Blech bekommen und hat hinten alles wieder auf der Richtbank alles eingeschweißt. Und dann kam das, der hat da schon ein paar Macken gehabt, der ist also nicht 1A gewesen. Und dann bin ich hin zu ihm, habe ich gesagt, wie schaut es denn aus, könnte man nicht eventuell mal schauen wegen Rost und so. Ah, der ist selber opelnarrisch. Und dann hat er gesagt, freilich, da schauen wir. Und wie es so ist, wenn du mit so einem alten Auto, der wird jetzt 40 Jahre alt, wenn du da anfängst, hinten links angefangen, einmal ringsrum und überall alles. Dann hat er einmal eine komplette Restauration bekommen. Das ist jetzt richtig. Der ist also nicht ganz rostfrei, aber da ist ganz, ganz wenig noch. Also und wird halt selten oder wahrscheinlich gar nicht bei Regen gefahren? Normalerweise nicht. Ja. Aber bei so einem Termin, ich bin froh, dass ich den bekommen habe. Ich habe letztes Jahr schon versucht zu schreiben und dann habe ich mich letztes Mal so gefreut. Vor einer Woche war das, ungefähr einer Woche, da sehe ich abends um 21 Uhr, Mensch, terminfrei. Und ich wollte unbedingt in den Ferien fahren, damit man so mit kann, weil er auch fleißig dabei ist, er will das auch erleben. Und dann habe ich einfach hier schnell reingetippt, das Bild konnte ich nicht reintun, habe ich nicht geschafft. Mhm. Und wo der Text ist zum Dazuschreiben, habe ich auf die Stelle auch nicht gefunden, habe ich mir gedacht, das kannst du vielleicht nachbearbeiten, gell? Und habe es abgeschickt und habe ich geguckt, dann denke ich mir, fix, jetzt hast du nichts reingeschrieben, gell? Hoffentlich nimmt er dich. Aber du hast aber oben, glaube ich, 3 Liter 24V reingeschrieben. 204 PS, ja, das kann oder sein. Oder 204 PS, sowas. Genau. Dann habe ich gedacht, komm, das wird schon eine coole Geschichte sein. Ja. Aber wie du schon jetzt gerade gesagt hast, wir kriegen ja nur diesen Text und daraus hier müssen wir entscheiden. Ja. Und wir lesen, also ich will es nicht sagen, übertreiben, aber 525 BMW E39 ja. Melden sich, ich will es nicht übertreiben, an so einem Prüfstandstag 10 an. Ja. Und wenn da nichts, aber wirklich nichts beisteht, außer BMW 525, 193 PS, dann muss ich halt einfach sagen, okay, er schreibt nichts dabei, wird es auch nichts Besonderes sein. Deswegen wenigstens einen kleinen Text dazu, dann weiß ich immer, was ich machen soll, weil ihr sagt nachher, Mensch, der konnte ja gar nicht zu seinem BMW erzählen, war ja ganz serienmäßig. Na, jetzt haben wir viel erzählt. Wir messen den jetzt mal. Und ihr könnt ja jetzt direkt live mit zugucken. Ihr habt ja hier den Monitor, wo ihr das, was so ein Auto jetzt auf den Prüfstand drückt. Also eine Überraschung wird es gleich nicht mehr sein. Und wir messen. Okay. Ich habe nur einen Hinweis. Ich habe noch eine Macke. Wie gesagt, natürlich, dass alles draußen war, ist alles noch nicht so ganz hundertprozentig. Wenn du unter Volllast zwischen 1000 und 1500 Gas gibst, hat er einen ganz kurzen Aussetzer. Ja, wir fangen so bei 1500 die Messung kannst erst du, an. Dann kannst du. Und wenn es eine Möglichkeit ist, habe ich reingeschrieben, einmal nach dem Tacho schauen. Ich habe den Tacho nochmal jetzt vor 3 Tagen komplett neu justiert, weil der so falsch gegangen ist, war nicht schön. Also, dass du meinst, ich soll mal gucken, was er bei 150 und was er da echt fährt. Ungefähr richtig. Und du kannst auch gerne mal, wie gesagt, im fünften Gang bei bis 6500 fahren, weil so fährt der Autobahn, was er dann anzeigt. Wir messen den im vierten Gang. Ja, aber genau. Wir können aber auch mal im fünften Gang mal eine Welle reinmachen. Du kannst auch gerne, wenn du möchtest, dann im fünften Gang, wie gesagt, bis 6,5. Weil der dreht auf der Autobahn, der dreht aus. Wir fahren ihn jetzt erstmal schön warm und dann gucken wir uns das Ganze an. Oh, ich glaube, da liebt jemand sein Auto. Hoffe ich, geil. Ich hoffe, ihr versteht mich, dass das gar nicht so einfach ist mit dieser Auswahlgeschichte. Ich mache das natürlich nicht extra, das ist ja, oh, dich nehme ich nicht. Wichtig ist, was dazu schreiben. Wir können ruhig mal festhalten, ist lustig, ne? Gucken wir uns mal, wie das ganze Auto jetzt hier gleich feststeht. Oh, da merkst du, von 6 Zylinder ist bissig. So, Tacho sollten wir mal gucken. Komm, wir gucken mal hin. Wir fahren bei 160 auf Tacho. Das sind in echt 144 rum. Also 15 km/h geht der Tacho noch vor. Damit kann man aber eigentlich leben. So, wenn du jetzt mal guckst, wenn wir jetzt mal vierte Gang mal einmal so ein bisschen durchziehen. Thank you.
sagst du denn an Leistung? Was haben wir denn da schon Radleistung? Oh, das sieht ganz gut aus. So, wie gewohnt machen wir die erste Messung natürlich von innen. Vierte Gang. So, wir geben Vollgas bei 5 zur Umdrehung. Das ist voll in der Ölwanne. Vibrieren und Pumpen hier drin. Ne? Könnte aber auch sein, dass die Außenverlage jetzt auf dem Prüfstand auffliegt. Also es muss nicht direkt vom Auto kommen. Aber du merkst Schwingungen. Oh, ich sehe gerade die Radleistung. Im Opel Manta auf dem Flugplatz rennen könnte ich mir den schon still vorstellen. Fragt sich nur, ob man die Kraft hier auf den Boden bekommt. Aber wir haben es ja auch beim E36 gesehen. Bei Mutlu hat das perfekt geklappt. Ja, ich würde sagen, ihr seht jetzt die zweite Messung von außen. Ich finde es geil. Wir haben ja gerade schon gehört, der war mal auf dem Prüfstand, auf dem Opel-Treffen. Ja. Vielleicht war er damals auch beim Opel-Treffen auf dem Jakomaten. Das weiß man nicht. Der Jakob war auch viel mit dem Prüfstand auf dem Jakomaten, also unterwegs mit dem Jakomaten. Guck mal, Leistung. 281 Newtonmeter und 213 PS. Das macht Spaß. Das macht, glaube ich, Spaß im Opel Manta. Was wird so ein Manta wiegen mit dem Sechszylinder? Um die 1050, 1090, also 1100 Kilo. Ich glaube, das bockt schon. Das bockt, glaube ich, wirklich. Und mich freut das, wenn man sein Auto so liebt, dass man dann auch ein geiles Ergebnis bekommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch sehr, sehr viel Fahrspaß. Hey, ihr seht schon, ihr diskutiert das schon durch das Prüfstandsdiagramm. Hätte ich nicht gedacht, also dass er so viel Drehmoment hat, weil 280 Newtonmeter ist schon stark. Ja, ne? Ja, das fühlt sich im Manta wahrscheinlich auch schon sehr, sehr stark an. Ne? Das ist wirklich so. Und du hattest damals 216 PS, ne? Ja. Richtig. Wie lange ist die Messung her, was schätzt du? 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. Ja, das war noch nicht mal mehr der Jakob. Ich glaube, der Jakob hat seinen Prüfstand 2009, glaube ich, damals gekauft. Nee, das war, also wie gesagt, das war auf so einem Opel-Treffen. Die hatten so einen mobilen Prüfstand, wo du rückwärts raufgefahren bist. Eine Rolle bist du rückwärts raufgefahren, dann haben sie ihn festgespannt und dann... Guck mal, so wie der Aspuna da steht. Ja, das war der Prüfstand. Ja, ja, so. So, genau. Und so hat es der Jakob, also mein Freund, damals auch gemacht. Der ist auch auf Opel-Treffen gefahren und da haben wir die Autos immer auf Treffen live gemessen, weil den Prüfstand kannst du mobil mitnehmen. Es war ein Aufwand, aber es geht. Ja, Bombenergebnis. Und wenn du überlegst, nach 15 Jahren später, 3 PS weniger, also das ist für mich eine Messtoleranz an dem Tag. Voll geil. Also wirklich tolles Auto hast du da. Es funktioniert drin auch wirklich alles. Das ist geil. Instrumentenbeleuchtung, alles ist... Ja, ja, da waren wir noch am Fummeln, wie gesagt. Das Radio ist draußen, deswegen liegen die Kabel noch so rum. Das ist innen drin, ist noch nicht ganz fertig. Muss noch gemacht werden, wie gesagt. Aber soweit haben wir jetzt alles wieder im Griff. Weil wenn du einmal alles raustust, dann ist es immer schwierig. Vorgestern haben wir noch gefunden, weil er noch Luft gesaugt hat. Frischluft hat er noch gesagt, die Lieferung stand nicht richtig. Da war die Muffe nicht richtig dran, die Schraube nicht richtig dran. Vom Unterdruck hier, von der Bremse her, wie gesagt. Und dann weißt du, das haben wir immer rumfummeln müssen. Aber jetzt... beim Herfahren. Also Ergebnis ist gut. Ich muss sagen, mich wirklich, Sechszylinder finde ich gut. Was mich jetzt, habe ich gar nicht drauf, hat der eine Servolenkung? Nein. Gab es Manta mit Servo? Ja, konnte man das nachrüsten? Ja, kannst du auch jetzt noch nachrüsten. Von welchem Lenkgetriebe nennt man das? Gab es den Manta serienmäßig mit Servo? Nein. Es gab, ich habe auf Schrottplatz welche gesehen, einmal gesehen, der hatte das drin, wie gesagt. Das muss aber wirklich eine Sonderausstattung gewesen sein mit Servolenkung. Ich weiß aber nicht, aber er lenkt sich jetzt wahrscheinlich durch den 3-Liter-Motor etwas schwerer, weil er ein bisschen mehr Gewicht auf der Achse hat. Ne? Aber er ist vertretbar. Es geht. Tachoabweichung fällt mir gerade auch ein. Bei 160 km/h fährt er ca. 145 echte. Also 15 km/h Differenz. So okay. Ja, aber ich glaube bei dem recht hohen Tempo, also bei 160 habe ich jetzt geguckt. Hast du auch bis in Geschwindigkeit nicht gehört? Ich habe gerade einmal im fünften Gang, habe ich mal auf dem Tacho war mal voll. Okay. Und ich meine, ich habe das Topspeed nicht gesehen. Vielleicht können wir es jetzt noch mal einblenden. Ich meine, ich hätte 2,25 gesehen. War aber bei 6.000. Müssten auch mal da auf die Aufnahme gucken. Okay. Ich habe einmal im fünften Gang mal so reingemacht und habe mal so bis... Er ging der Tacho bis runter. Wir machen jetzt noch ein paar schöne Aufnahmen, dann fahre ich die runter und hole das nächste Auto auf den Prüfstand. Danke dir. Danke. Was ein schönes Auto. Ja. Es müsste Delfingrau Metallic sein. Und Zustand, was man bei dem Regenkleider heute nur sehen kann, scheint ja echt top gepflegt zu sein. Ich bin echt stolz, dass ihr mit euren Autos auch bei Regen herkommt, um diese Autos natürlich uns auch zu zeigen oder um euch die Autos auch zu zeigen. Geile Innenausstattung, geile Ausstattung. Ist so ein bisschen neu mit alt gemischt. Da kommen wir aber gleich drauf zu. Was sagst du denn generell zu dem 7er E30?
23 müsste das sein. Schön, gefällt mir fast ein bisschen schöner als der E32. Und E38 zum Beispiel. E38 ist der, den unser Daniel fährt. E32 ist ja den ihr hattet. Und das ist der Vorgänger davor. Und der gefällt mir sogar noch einen Tacken besser. Ja, finde ich auch. Ich finde den 7er, was das Thema Oldtimer betrifft, schöner als im E32. Wobei der E38 auch sehr, sehr geil aussieht. Das ist ja dann schon für mich kein Oldtimer mehr. Das ist ja schon einfach ein Luxusbomber, der halt nur Youngtimer ist. Aber das hier ist schon cool. Warum der natürlich jetzt auch so cool aussieht, fette BBS-Räder, Lackzustand geil. Ich glaube, der hat vorne eine Alpina-Schürze dran gehabt. Und hier zum Beispiel gefällt mir das mit dem Ballonreifen. Sven würde das einfach Ballonreifen nennen, aber es passt perfekt zur Optik. Der ist nicht zu tief, er steht einfach perfekt da. Wie gesagt, ich würde den da oben gerne mal den Hals umdrehen, dass es nicht regnet. Aber schade, dass wir das halt so ein bisschen im Regenbild sehen. Aber tolles Auto, ne? Ja, voll. Bin mal gespannt, was für ein Motor drin ist. Ich meine mich zu erinnern, 3,5 Liter. Aber das fragen wir mal eben nach. Schönes Auto hast du uns damit gebracht. Deiner ist das, ne? Das ist meiner, genau. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, ein E23? E23, ja, genau. Der erste 7er, den es gab, nach den großen. Der sieht vom Zustand her aus wie geleckt, muss ich sagen. Also sehr, sehr sauber. Danke. Wurde der komplett mal gemacht? Vor ungefähr 20 Jahren wurde der mal lackiert. Und ich habe ihn jetzt nur aufbereiten lassen. Vor 20 Jahren? Ja, wird der ist lackiert vor 20 Jahren, genau. Aber seitdem auch immer in der Garage wahrscheinlich, ne? Ne, der wurde richtig verhunzt. Ich habe den vor 9 Jahren im Endeffekt völlig vergurkt gekauft. Eigentlich ein völlig bescheuerter Kauf. Aber ich wollte dieses Auto haben. Handschalter, ohne Cut, Leder. Und dann macht man Dummheiten. Der ist echt gut ausgestattet. Ja. Und der wurde nicht, zu deiner Zeit, wo du gekauft hast, du hast nichts nachlackieren lassen, sondern nur aufbereiten lassen. Ich habe hinten die Ecke, da ist im Dachdecker mal eine Schindel draufgefallen. Das ist die einzige Ecke, die nachlackiert wurde. Der Rest ist wirklich jetzt vom Aufbereiter so gemacht worden. Delfingrau Metallic? Korrekt. Da habe ich die Farbe noch richtig erinnert. Genau, das etwas hellere. Gab es da mal zwei und ja, das ist die etwas hellere Variante. Ja. Wie lange ist der jetzt, das hast du bei dir im Besitz? Seit 9 Jahren. Ich den. Genau. Ich habe den geholt in Eisenhüttenstadt. In ziemlich ranzigem Zustand. Da wusste nicht, ob ich damit nach Hause komme. 700 Kilometer bei 35 Grad hat er durchgestanden. Und 6 Monate später habe ich den Motor in Köln im Stau kaputt gefahren. Im Stau kaputt gefahren? Ist die Ölpumpe kaputt gegangen und dann hatte ich Kolbenfresser. Nockenwelle eingelaufen und ein Pleuellager war komplett Schrott. Also nicht mal bei Last, nein, sondern im Leerlauf, im Stau. Im Stau habe ich nicht gemerkt, die Öllampe ist, vielleicht hat sie geflackert und dann ist er kaputt gelaufen. Da fing an, so Lagerschadengeräusche gemacht. Ja, ja, der hat dann geklackert und dann bin ich noch ein bisschen gefahren, aber war eh hinüber. Dann aufgemacht, Kolben, Riefen drin und ja, Fall für die Tonne. Oh, ja. Halbes Jahr. Ja, dann kam die nächste Fehlentscheidung. Dann habe ich jemanden, der sich mit den M30-Motoren auskennt. Und die Frage war, willst du nur wieder aufbauen, Serie? Wir könnten auch einen Hubraummotor draus machen. Dann habe ich leider ja gesagt. Warum leider? Weil es dann 5 Jahre gedauert hat. Oh. Er hat angefangen, den Motor aufgebaut, 3,6 Liter, andere Kolben, so hemisphärische Brennräume, Debillas-Nocke, Kellerners Steuergerät. Also einmal alles klassisches Sauger-Tuning, alles reingesteckt. Dann ist der Kopf gerissen, dann hat der Block Öl verloren. Und dann haben wir ihn stehen lassen in der Werkstatt. Dann stand er irgendwann voll Wasser und vor 2 Jahren habe ich ihn wieder abgeholt. Und gesagt, okay, jetzt versuche ich es selber. Und habe ihn ja nochmal gestrippt innen, wieder alles trocken gelegt. Innen war entrostet dann. Und jetzt Anfang des Jahres habe ich jemanden gefunden, der mir den Motor nochmal fertig gemacht hat. Also wirklich nochmal auseinandergebaut, eingestellt. Du merkst, er läuft ein bisschen rumpelig, also richtig ruhig, seidig, wie der M30 sein soll, ist er noch nicht. Ist die Nockenwelle denn noch verbaut? Ist eine schärfere, ja, genau. Okay, das würde aber den Motorlauf erklären, warum er so ein bisschen unruhiger läuft. Genau. Aber ist interessant, du hast den bei der Werkstatt, stand der wie lange? 5 Jahre. Bist du mit dem nicht in guten Auseinandergegangen, höre ich daraus. Also du bist nachher enttäuscht gewesen und sagst, ich hole den jetzt ab. Mach den so, dass der irgendwie fährt. Ich hole den jetzt ab und dann zittern und beten mit nach Hause und dann weitergemacht. Also alles dann selbst in die Hand genommen und da hat es dann geklappt. Genau, aber auch mit Werkstatthilfe. Ne? Also so Motor zerlegen und so kann ich nicht. So Elektrik innen, das mache ich, aber den Rest ist viel Geld in die Tonne gegangen. Ne? Oh, weia. Hast du das Auto denn damals zum fairen Preis bekommen? Ja, der war billig, definitiv. Wo hast du den Wagen gefunden, auf welcher Plattform? eBay Kleinanzeigen. Also du hast den auch über eBay Kleinanzeigen damals noch gekauft? Ich wollte eigentlich einen E28 haben. Und aber mit diesem Motor, 3,5 Liter ohne Cut, Schalter, gab es irgendwie nicht oder war halt schon irre teuer. Ne? Vor 10 Jahren waren die Dinger ja auch schon teurer und dann
bin ich bei dem gelandet. 211 PS hatten die, richtig? 218. Ah, 218. 211 ist der Nachfolger. Was denkst du? Meinst du, dass da durch die Hubraumerweiterung ist ja noch drin? Also genau, ist 3,6 Liter. Der Kopf ist ein zweiter Kopf jetzt drauf, also ein neuer Kopf. Mit der Tuning-Nockenwelle aber? Mit der DeBillas, mit dem Kellenhaus-Steuergerät. Der hat eine komplette Alpina-Anlage. Also wenn er die Serienleistung hat, ist gut. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, die 3,5 Liter Motoren, ich glaube, die haben damals, es ist sehr selten, dass man einen 3,5er mal so auf dem Puster hat. Mhm. Ich meine mich was zu erinnern, dass sie eigentlich ihre Leistungen recht ungefähr nah haben. Ja. Drehmoment war nicht so stark, wie man es erwartet. Ich hätte so aus dem Kopf gesagt, dass mindestens 208, 209, 310. Meter. Oder 310. Genau. Ich glaube, das Drehmoment haben die aber nicht erreicht. Das kann sein. Das müsste er haben, weil er jetzt halt auf Hubraum gebaut ist. Ne? Der hat Serie 3,4 und der hat jetzt echte 3,6 Liter. Er sollte zumindest das haben. Drehzahlfest ist er nicht. Also geh vor 6 aus dem Gas. Ich aber die Leistung hat er sowieso nur bei 5,5. Ich wollte gerade sagen, man merkt das ja und sehe es ja auf Diagramm. Beim ersten Lauf gehe ich immer ein bisschen früher aus dem Gas. Mhm. Und wenn ich dann sehe, dass wenn wir nachher das ausrollen lassen und die Verlustleistung hochgeht und der höchste Punkt beim Auskuppeln ist, dann drehe ich meist noch mal ein Stück höher. Aber das gucke ich mir mal an, wie sich das anfühlt. Wenn ich merke, dass der sich quält, gehe ich ja schon aus dem Gas. Habe ich beim Manta gerade auch gemerkt, ich bin ein bisschen früher aus dem Gas und habe ich gemerkt, oh, der könnte noch was. Und habe ich festgehalten und dann kam auch irgendwann die Drehzahlbegrenzung. Also irgendwann kommt ja dann der Begrenzer. Ja. Aber ich probiere es bei dem jetzt aus und wir fahren hier erstmal schön warm und dann wollen wir mal schauen. 211 PS müssen wir haben. 218. Guck mal, hier ist eine Mappe, habe ich direkt im Auto gefunden. Die technischen Daten 735. Der hat 218 PS, 310 Newtonmeter bei 4000 Umdrehungen. Ja, das wollen wir mal gucken. Bordbuch ist hier, Servicebuch und hier sind ein paar Bilder, wie er wahrscheinlich gekauft wurde, in welchem Zustand. Ah, mit PBS-Fängen sieht schon geiler aus, ja, ne? Ja, voll. Hier sind mal schwarze Felgen drauf. Das ist halt immer eine Geschmackssache, ne? Aber ich sag euch, mit den, so wie er jetzt hier steht, gefällt er mir am besten. Oh, obwohl Alpina-Räder auch geil. Ah, man hat da schon so ein paar Stylings durchgemacht, ne? Aber von Innenraum her, ihr habt das ja gerade schon gesehen, Ledersitze, die sehen aus wie neu. Mit dem Holz, das ist halt bei der Ober- oder Luxusklasse wirklich, ich sag mal, muss man das gut finden. Es ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmack, so Holz. Aber es gehört jetzt in dieser Zeit einfach dazu. Ne? Ja. Haben wir hier eine Klimaanlage? Ja, klar, mit Klima. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Hier haben wir einen großen Monitor eingebaut. Viele sagen jetzt, oh, das Stilbruch, das macht man nicht. Ne? Aber er wird sich vielleicht was bei gedacht haben. Warum nicht, wenn man es mag? Ich finde, es ist auch... Es ist jetzt nicht so kirmesmäßig gemacht. Ich finde, das sieht ordentlich aus. Es ist recht schlicht eingebaut. Es ist mit Leder drumherum. Also ich finde, das sieht ganz gut aus. Ich finde, wenn das jetzt so ein Ding wäre, was irgendwie rausfährt und dann kannst du noch eine CD reinschieben, ich glaube, das wäre nicht so cool, aber das geht. So sieht es jetzt aus. Und zumal, wenn wir das Auto jetzt anhaben, sehen wir, ist da jetzt nichts, was irgendwie stört oder mich anleuchtet. So, hier sehe ich zum Beispiel, Check blinkt. Hier leuchtet die Lampe und hier leuchtet eine Lampe Bremslicht, ne? Ja. Ich mache mal einen zweiten Gang rein, dass ich mal einmal die Bremse treten kann. Jetzt trete ich einmal aufs Bremspedal, das überprüft er dann, zack, geht die Lampe aus und das Geblinke geht auch aus. Und hier weiß ich, wenn du drückst, müssten alle Kontrollleuchten angehen, um einmal das Ganze zu checken. Geht noch. Wir haben das manchmal, E30 hat das glaube ich am Spiegel. Auch eine schade Geschichte, ne? Wenn du ein Auto irgendwo beim Motorenbauer abgibst und 5 Jahre man das nicht in den Griff kriegt, du 5 Jahre auf dein Auto verzichten musst. Wahrscheinlich womöglich das Auto noch angemeldet, erzeugt Kosten. Auch doof, ne? Das ist frustrierend auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das frustrierend. E23, wenn du guckst, wie viel Platz du da hinten hast, das ist schon riesig. Aber ich kann mir vorstellen, die Ledersitze sind gemacht worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in so einem Zustand nach dem Zeitalter sind. Also die sehen mir aus wie neu, das müssen wir auch nochmal nachhaken. Wir fahren jetzt immer noch ein bisschen warm, dann müssen wir eh gleich die Drehzahl anpassen. Was immer interessant ist, ist unten die Verbrauchsanzeige. Früher war das jetzt so ein Zeiger. Wenn du jetzt Gas gibst, guck mal hier, jetzt verbraucht er 10, 12 Liter, wenn du so fährst. Wenn du jetzt 5. Gang reinlegst und lässt ihn noch ein bisschen rollen, sagte, du würdest jetzt bei dem Tempo, bei dem Widerstand ca. 5 Liter verbrauchen, 5 bis 6 Liter. Aber wir haben natürlich hier keinen Widerstand von Wind oder sonstiges, deswegen zeigt er hier jetzt weniger an. Ich sag mal so, bei Last wird er gleich irgendwo ganz hinten liegen, da wird er über 20 liegen. Das ist halt geil. Das finde ich an Hubraummotoren halt interessant. Guck, wir haben 5. Gang drin und fahren Tempo 100 irgendwas, ne? Unter 2000 Drehungen. Ich gebe Vollgas. Guck mal, wie der Tacho. Ja. Drehzahl haben wir jetzt nicht viel dazu gewonnen, aber der Tacho war mal ruckzuck bei 140. Sofort da. Er ist sofort am Ball.
Also das Auto ist schon echt sehr, sehr fix unterwegs. Haben wir auch schon gehabt, einen 7er E23, ne? Ja klar, haben wir auch schon gehabt. Den grauen? Der so grünlich war, so grün-grau. Ja. Den habe ich doch bei so einem Autohändler gekauft. Weißt du noch, wo ich so drum rumgegangen bin mit euch und habe uns das Auto angeguckt, wonach halt so viele Probleme waren mit Tacho und Drehzahlmesser. Das Auto ist relativ schnell wieder in den Verkauf gegangen, weil jemand sich da stark interessiert für hat. Der kam bei uns vorbei, hat gesagt, ey, ich habe Interesse an dem Auto. Sind uns da direkt preislich gut einig geworden, hat den direkt mitgenommen. Also fand ich cool. Wir verkaufen ja auch unsere Fahrzeuge oft. Das Problem ist nur das Zusammenfinden zwischen mir und dem Besitzer ist immer schwierig. Mhm. Ne? Wie ist der Weg, wie komme ich an die Autos von der Halle 77, wenn sie die verkaufen? Legen wir natürlich möglichst früh den vierten Gang ein. 4000 Umdrehungen, wir sind bei 1000 Umdrehungen und geben Vollgas. Guck mal, der Bomb zieht dir das durch. Bin mal gespannt, der Motor wirklich bei 5500 aufhört. Ich weiß, was der Besitzer merkt. Der Besitzer merkt, dass das irgendwo so bei 5000 abfällt. Man sieht's. Ach, ihr seht das doch gar nicht. Egal, das erzähle ich euch vorher. Der fällt jetzt einmal ab und kommt wieder zurück. Es ist sehr, sehr kurios, als ob da irgendwas in der Steuerung, im Steuergerät, die Zündung zurückzieht, Kraftstoff zu wenig, Kraftstoff zu viel. Schwer zu sagen. Aber ihr guckt euch mal die Radleistung an und ich glaube, ich drehe ihn einen Ticken höher. Radleistung habt ihr jetzt gesehen, er bricht wirklich ein und kommt wieder zurück. Das sieht man natürlich jetzt auch gleich im Diagramm. Und ich könnte mir vorstellen, wir haben ja gehört, geändertes Steuergerät, geänderte Nockenwellen, die Leistung kommt jetzt später. Aber vielleicht Zündung, Kraftstoff, irgendwas passt dann nicht. Hier sieht man es auch eindeutig, er bricht hier einmal zusammen bei ungefähr 4,5. Dann hat er ein Loch und dann kommt er nochmal zu sich. Aber dieses Gefühl des Einbrechens, da sagst du, okay, jetzt schalte ich. Ja. Weil du versuchst ja nicht, ich halte noch ein bisschen fest. Aber was stark ist, 350 Newtonmeter. 310 sind Serie. Das ist schon mal 40 Newtonmeter eine Steigerung. Aber PS-mäßig, beim ersten Lauf, seht ihr selber, 218 PS. Eingetragen. Aber deutlich stärkeres Drehmoment. Das ist halt geil. Das heißt also, durch die Hubraumerhöhung haben wir Drehmoment gewonnen, so wie es der Besitzer auch gesagt hat. Er wollte das Drehmoment gesteigert haben. Hat perfekt geklappt, die Leistung ist gleich geblieben. Wobei ich mir vorstellen könnte, wenn man diesen Buckel hier rausprogrammiert oder guckt, was da ist, ob da Kraftstoffmangel, Kraftstoff zu viel ist oder ob da ein Zündwinkel ist, dass man hier vielleicht sogar auf 225 PS kommen könnte. Dass da hintenrum irgendwas noch abgestimmt werden muss. Aber an sich kann man das so ausdrucken und so lassen. Also sehr stark für den E23. Ich glaube, Besitzer wird damit zufrieden sein. Interessant, ne? Ja, wirklich interessant. Du musst, glaube ich, am Steuergerät obenrum noch mal was machen, ne? Genau, haben wir auch gesagt. Entweder mehr, Kraftstoff oder Zündung. Irgendwas hat er diesen Einbruch. Hat Und das, was du gesagt hast, was du gemerkt hast, wenn du fährst obenrum, will er nicht mehr. Du gehst wahrscheinlich dann so bei 5200 vom Gas, weil man merkt, er bricht hier ab. Ja. Aber er kommt ja, wie du siehst, wieder zurück. Ne? Ja, ja, genau, da muss man nochmal dran. Das macht man ja eigentlich nicht. Wenn man merkt, der Motor bricht ab, sagst du, okay, nächste Gang. Genau. Und ich habe extra mal im zweiten Lauf festgehalten, aber da kommt dann nicht mehr im zweiten Gang. Okay. Aber da will ich nochmal rangehen. Aber was krasses, 40 Newtonmeter mehr. Das ist heftig. Ja. Das ist heftig. Ja. Also so hätte fährt er auch. Also ist das hätte ich nicht gedacht, dass das 40 Newtonmeter beim Saugertuning ist echt ein Wort. Und das hat sich ja dann doch schon gelohnt. Ich bin mir auch sicher, wenn man ans Steuergerät geht, noch ein bisschen Kraftstoff und Zündung anpasst, 225, vielleicht sogar 230 PS sehe ich der sehr realistisch, dass der oben rauskommt. Also damit kannst du sehr, sehr, sehr zufrieden sein. Ich habe im Innenraum gesehen, das Leder sieht aus wie neu. Das ist aber gemacht worden, ne? Nein, das ist original. Ist nur aufbereitet. Ja, sieht aus wie neu. Ja. Und das war völlig verranzt. Das war komplett in die Türen ausgefranst und ausgeblichen, abgeschrubbelt. Und es hat mir jemand, das ist nicht neu gemacht, das ist nur aufbereitet. Boah. Geschliffen, lackiert, versiegelt. Echt super, super toll aus. Also der ganze Zustand. Klappt die Klima noch? Nee. Sie ist noch komplett drin. Ja. Und das ist so das nächste Projekt, die umzurüsten. Wo ihr dran geht, dass genau, der auf R134, glaube ich, Gas umzurüsten. Den umzurüsten, genau. Irgendwann mal die ganze Unterdrucksteuerung, sie funktioniert, soweit es geht. Es geht ja alles mit Unterdruck, die ganzen Klappen und Ventile. Das ist dann nochmal eine größere Aktion. Geiles Auto. Ja. Hier ist einmal dein Prüfstandsdiagramm, Foto und den Aufkleber. Ich hoffe, du hattest hier Spaß. Definitiv. Und du bist zufrieden mit deinem Ergebnis. Ja, absolut. Absolut. Sehr schön. Perfekt. Wie gesagt, jetzt gibt es wieder schöne Aufnahmen. Ja, danke, dass du hergekommen bist. Ja, danke dir.
schöner wie der Sandro heute. Mhm, heute sind Schätzchen dabei. Wirklich schöne Schätzchen. Und das bei dem Wetter. Also hier sage ich dir E21 Bauer Cabrio. Über das Bauer Cabrio wollen wir jetzt ja nicht mehr über Geschmäcker sprechen, aber ich sage euch, der Zustand und die Optik von dem Auto wieder pervers geil. Muss man genau sagen. Man hört, der Motor läuft schön rotzig. Also hier scheint auch irgendwas gemacht worden zu sein. Wir lassen den jetzt auch direkt ein bisschen im Leerlauf tuckern und holen uns mal ein paar Informationen vom Besitzer. Ich finde die Zierstreifen geil. Ich glaube, bei unserem mache ich es auch. Ich mag dieses Alpina Zierstreifen-Design. Oh, Auspuffanlage. Ich freue mich so sehr auf den unseren, könnte man ja sagen, E21 328, den der Mutlu gerade zusammenbaut. Da gibt es ja auch einige Videos drüber. Und da habe ich überlegt, die Supersprintanlage zu kaufen. Da muss ich mal direkt fragen, was das für eine Auspuffanlage ist. Weil ich liebe die Optik mit zwei Auspuffrohren. Das ist für mich die geilste Optik bei dem Auto. Oh, da hast du aber ein schönes Prachtstück mitgebracht. Ne? Dankeschön. Boah. Als allererstes, die erste Frage, bevor ich es vergesse, Auspuffanlage, ist das irgendein Hersteller, den es noch gibt? Oder den, der das ist eine historisch nachgebaute Hardcore-Auspuffanlage. Die hat jetzt nur Alpina Intro-Router. Normalerweise hat der Hardcore ja damals entweder die zwei etwas dickeren Runden oder später die ovalen. Und das ist eine historisch wirklich auf den originalen Maschinen nachgebaute Hardcore-Anlage. Nur mit Alpina Intro-Runden jetzt gerade. Wow. Die ist auch noch gar nicht so lange drunter. Hört sich erstmal geil an. Und für mich läuft der Motor, ich habe es gerade gesagt, so rotzig. Also ich glaube, der ist nicht ganz original, ne? Könnte so ein bisschen was drüber sein, aber ganz viel eigentlich nicht. Ist das ein originaler Alpina oder ist das ein Umbau? Den gab es sowieso nur als Umbau. Das Bauer Cabrio gab es ja gar nicht als Alpina selber. Es gab in Frankreich mal so ein paar handverlesen Umgebaute von so einer Tochtergesellschaft von Alpina. Die nannten sich Lebac. Die haben wir wirklich, ich glaube, 6-7 Stück mal umgebaut als Bauer Cabrio. Und das ist ja noch einer von Baujahr 479. Mhm. Und der C1 2,3, der kam erst 1980, dass ihr bei Alpina kaufen konntet. Das heißt, das Auto ist erst vom BMW zu Bauer gegangen. Und dann hat den mal jemand tatsächlich, und ich jetzt auch nach und nach, mit Alpina-Teilen aufgerüstet. Was ist im Motor oder was ist anders zum normalen 323? Der Motor ist Serie. Der Motor ist 2,3 Liter 323. Ach, da haben die gar nichts dran geändert. Da haben die gar nichts dran also 143 PS. 143. Der originale Alpina C1 2,3, den du dann ab 80 kaufen konntest, der hatte 170. Etwas andere Brennräume, etwas größere Ventile, andere Nockenwelle. Und wie lange hast du das Auto schon in deinem Besitz? Den habe ich jetzt seit knapp 2 Jahren. So typische Geschichte. Ich baue ja auch seit 20, 30 Jahren immer wieder E21, E30 und habe dann irgendwann mal ein E21 gehabt mit 6-fach Weber und noch ein E30 dazu. Und dachte, jetzt bist du mal irgendwann aus dem Alter raus, verkaufst die beide und kaufst dir einen, der fertig ist. Dann habe ich den vor fast 2 Jahren auch aus Sammlerhand gekauft. Er hat keine 3 Tage gedauert und ich stecke schon wieder bestimmt 400 Stunden drin, bis er so ist, wie er jetzt ist. Und habe auch wieder einen E30 jetzt dabei. Das heißt, es hört also nicht auf. Wir haben es gerade schon off-cam gehört. Du kommst jetzt aus Berlin, ne? Genau, gestern Abend aus Berlin gekommen. Und du kommst aber ursprünglich aus Dortmund? Ich bin gebürtiger Dortmunder. Ja. Da hatten wir auch damals dann die Berührungspunkte. Und bin seit 10 Jahren jetzt beruflich in Berlin. Ich habe es gerade noch gesagt, wir haben früher das Wort, ich weiß nicht, in meinen Erzählungen zu meinem Audi 80 Video, wo wir vom Kamin gesessen haben, da habe ich es mal erzählt. Ich habe mal bei FRT Autosport gearbeitet. Das ist eigentlich nach meiner Ausbildung, habe ich ein Jahr bei Honda geschraubt und danach bei FRT so nebenbei, wie man das so früher gemacht hat, so durchgemogelt. Das war so eine Zeit, wo ich super viel dann in Verbindung mit alten Autos auch kam. Und wir haben wohl zusammen in einer Halle mal geschraubt und haben Fahrwerke eingebaut für FET Autosport, für damals Jörg Fischer. Genau, da habe ich noch, ich hatte bei Cordes gelernt auf dem Rakler Hellwig, da habe ich meine Lehre gemacht damals. Da hast du deine Lehre gemacht? Da habe ich gelernt. Hm? Krass. Und dann nachher Meisterschule und in der Zeit war ich dann bei FET, als du ja dann auch da warst. Was machst du heute beruflich? Ich bin heute beim ADAC. Ich leite heute die Pannenhilfe Region Ost. Aber so weniger mit Technik zu tun, sondern sehr mittlerweile mehr mit Menschen und mit Zahlen. Aber das Thema Technik, alte Autos, gerade alte BMWs, ist halt nach wie vor Hobby, Leidenschaft. Und ich glaube, das bleibt auch so lange, wie ich laufen kann, werde ich auch alte Autos bauen. Krass, beim ADAC bin ich auch schon, seit ich Auto fahre, seit nur 18. Gute Frage. Ich habe, glaube ich, noch eine Mitgliedsnummer mit der 7. Oh. Ich glaube, das gab es irgendwie was Besonderes. Ja, das waren so die Anfangszeiten dann auch tatsächlich so, wo die Karten umgestellt wurden eine gewisse Zeit lang. Und das ist schon ein tolles, langes Mitglied. Wollte ich gerade sagen, seitdem ich mein Auto habe, haben meine Eltern mir damals gesagt, du musst auf jeden Fall im ADAC sein, wenn du liegen bleibst. Also seitdem, toi toi toi, ich brauche sie nicht mehr, wir haben ja nur einen eigenen Schleppwagen, aber ich bin immer noch Mitglied und sogar Plusmitglied, das weiß ich auch. Sehr gut, das ist wie eine gute Krankenversicherung, man freut sich, wenn man sie nicht braucht. Ja, genau. So genau. Ja, wirklich tolles Auswahlmitglied. Ich habe gerade schon gesagt, die Streifen hätte ich auch gerne auf unseren. Wir haben ja auch das Bauerkabel, das steht jetzt zwar nicht mehr mit dem 323 Motor. Im Nachhinein bin ich ein bisschen traurig, dass wir damals die Flinte ins Korn geschmissen haben und ich den 323 gesagt habe,
ich gebe dem keine Chance, ich will das raus haben, die Kartetronik ist Schmutz für mich, will ich nicht. Mit dem heutigen Wissen hätte ich es nochmal angegangen, aber der Zug ist abgefahren. Mittlerweile ist ja dieser B25 Motor drin, der steht gerade beim Toni und bekommt ja nochmal eine Leistungskur, dass wir da auf 170 PS ist ja Werksangabe, auf dass wir mindestens auf die Leistung kommen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze fährt, weil ich bin es nie als 323 gefahren mit dem 143 PS. Muss ja damals echt ein schnelles Auto gewesen sein. Der ist total leichtfüßig und macht auch Spaß. Deswegen, ob der jetzt 143, 150 oder 137, hat es mir persönlich völlig egal, weil der macht einfach unfassbar viel Spaß zu fahren. Der dreht schön leicht hoch, der ist total leichtfüßig. Von daher, der mit dem 2.5er drin, mit dem B25, merkst du halt im E21 den Hubraum, merkst du echt ein bisschen, wenn es so diese 200 Kubik sind, der wird Spaß machen. Ich bin so gespannt auf das Auto, was der Mutlu mir gerade baut. Der macht ja halt als 28er mit dem 193 PS. Das muss in dem Auto ja echt sehr gut fahren. Der macht richtig Spaß. Also mit 260 Newtonmeter wird das ja echt gut fahren. Du bist viel E30 gefahren. Würdest du sagen, dass der E21 vom Fahrwerk, Fahrverhalten schlechter fährt wie der E30? Gibt es da Unterschiede, wo du sagst, ich fahre E30 doch schon lieber? Oder? Ich habe jetzt gerade den Parallelvergleich, ich habe ja noch einen 325 E30. Der E30 läuft und liegt ein bisschen ruhiger aus meiner Sicht. Der ist schon so ein bisschen, du merkst, mehr gedämpft, mehr gefedert. Rein fahrwerkstechnisch, sicherheitstechnisch tun die sich aus meiner Sicht beide nicht weh. Also ich fahre die beide gleich gerne und finde auch keinen großen Unterschied. Emotional, gibt es Unterschiede? Nee, auch nicht, tatsächlich. Also E21 war mal mein erstes Auto, da hängt halt die große Leidenschaft dran, deswegen ist es auch wieder E21 geworden. Und emotional ist das, glaube ich, immer mein Favorite und bleibt das, glaube ich, auch. Interessant. So, jetzt wollen wir gucken, 143 PS müsst ihr haben, ist Motor Serie. Motor ist weitgehend Serie. Dann gucken wir uns das jetzt an. Ich muss sagen, sehr nette Leute heute. Heute auch geil, schön, man kommt schön ins Gespräch, gemütlich. Leise. Also ich sag euch, viele von euch, habe ich gesehen, haben geschrieben, mit Zuschauer war viel cooler. Klar, die Zuschauer, das war schon geil, das hat so eine Atmosphäre gehabt. Aber so kannst du in Ruhe sachlich auf ein Gespräch eingehen, hast keine Hintergrundstörgeräusche. Man hört ja heute sogar, wenn die Tür auf und zu geht, ja, so Hintergrundgeräusche. Also ich sag euch, mir persönlich fällt das auch leichter, so mit dem Kunden super ins Gespräch zu kommen, alles auszublenden. Und ich glaube, dem Kunden fällt es dann auch leichter oder dem Besitzer. Nadine sagt über den Prüfling. Prüfling. Ja, Nadine nennt das immer Prüflinge. Hier zum Beispiel jetzt gerade im Auto, das ist 80er Jahre Tuningmecha. Guck dir bitte die Soundanlage an. Mhm. Wow. Wenn du das gemacht hast, aber früher gesagt, hast du es im Leben geschafft, glaube ich. Das ist wirklich einmal all in. Tape Deck, Equalizer, Radioteil. Und ich glaube, das ist nur, um die Ausschläge anzuzeigen. Das sieht ich traue mich es nicht anzumachen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert und ich wüsste auch nicht, wie man es anmacht, weil ob du alle einzeln anmachen musst. Ich sage euch, obergeil. Zusatzinstrumente. Früher gab es diese Rahmen, könnte von Alpina wirklich sein, mit den Zusatzinstrumenten. Alpina Tacho. Sieht das geil aus? Ja. Wir sehen Wassertemperatur übrigens, typisch E21. Die haben ja einen Visco-Lüfter. Bei BMW ist die Nadel sehr empfindlich. Gut, du kannst zugucken, das ist kein Spaß, die Temperaturanzeige runtergeht. Seht ihr das? Das ist jetzt über Drehzahl, weil die Wasserpumpe zu langsam läuft, der Kühlerlüfter zu langsam, also der Propeller zu langsam läuft und dann läuft das Wasser warm. Aber unser Öl ist kalt. Ich habe den halt nur im Leerlauf warm laufen lassen. So, Lüfter läuft schon. Wir holen uns jetzt gleich mal die Drehzahl. Aber dieses Auto, ich sag dir, Mutlu, falls du das sehen solltest, hier Prüfstandsvideos, ich weiß gar nicht, ob Mutlu zum Beispiel oder ob überhaupt meine Freunde, die eigene YouTube-Kanäle haben, Prüfstandsvideos gucken. Ich weiß ich wirklich nicht. Aber Mutlu, falls du das sehen solltest, ich freue mich so unterirdisch auf den... Unterirdisch oder überirdisch? Ja, ist überirdisch, aber, ne? Überirdisch auf den E21. Und Mutlu sagt, du wirst damit so viel Spaß haben. Wir haben ja auch dieselbe Armaturenbrett. Also es ist ja alles gleich. Obwohl, ich überlege gerade, so hat er das nicht, glaube ich. Das muss ja was Besonderes sein. Die Radioanlage, ich glaube, ganz, ganz viel hat das jetzt abgeholt. Das sieht echt gut aus. Ist das ein reines Stoffdach? Du hast ja zwei Dächer. Hier, das ist dieses Targa-Dach, das kannst du rausnehmen. Das bleibt stehen und das hintere Dach ist aus Stoff und klappt runter. Das ist mit Stoff von außen bezogen. Hier in der Kofferraumklappe kannst du das dann nachher reinlegen. Also mit so einer Persenning oder wie das heißt? Nein, die Persenning ist das, was da ist. Persenning ist die Abdeckung. Ah, okay. Du klappst das Dach hier an den Haken hier oben runter und dann klappst du das nach hinten weg. Wie gesagt, optisch ist das mit diesem T hier oben nicht unbedingt mein Teil. Aber eins sage ich euch, wenn du das rausnimmst, im Kofferraum packst und hinten runterklappst, das Fahrfeeling ist geil. Hier sehe ich zum Beispiel,
wir fahren ja jetzt nicht hohe Geschwindigkeit, der Lüfter ist an. Die Temperaturanzeige steht aber immer relativ hoch. Wir können jetzt mal einfach hier beide Lüfter mal dazugeben. Dauert es natürlich länger, bis unser Öl warm wird. Aber mal gucken, ob wir die Wassertemperatur noch mal runterkriegen. Wobei wir es heute echt kühl hier drin haben. Haben wir 19 Grad. Da dürfte es eigentlich keinerlei Probleme machen. So, ich muss aber erstmal noch Drehzahl abgleichen. Heute ist wieder ein langes Video, ne? Ja. Stellt euch vor, wir würden heute noch wie früher 16 Autos machen. Wäre gar nicht möglich an einem Tag. Das ist nicht möglich. Ja, klingt schon geil. So, wir müssen jetzt so ein klein bisschen auf Betriebstemperatur fahren. Wir haben jetzt, wie wir sehen, so 70 Grad Öltemperatur. Wassertemperatur bleibt aber so stehen. Und ich sage euch, die Lüfter reichen eigentlich alle mal aus. Das heißt, dieses Auto läuft im Wasserkreislauf laut der Temperaturanzeige auf jeden Fall sehr warm. Oh, das habe ich noch gar nicht entdeckt. Guck mal, wenn du keinen Tageskilometerzähler hast, hast du hier deine Tankkontrolle, dass du gucken konntest, wenn du hier nicht auf Null drücken könntest, wie viel Kilometer, also geile Features der 80er und 90er Jahre hier drin. Saumäßig schon gut. Ich lasse die Lüfter jetzt für den ersten Lauf mal an und gleich für den Außenlauf mache ich die anderen beiden Lüfter wieder aus, dass ihr mal da mehr Sound habt. Mittlerweile sind wir auch bei 75, 76 Grad angelangt. Da können wir mal ein bisschen einen runterschalten. Da können wir ein bisschen Sound machen. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen rüberkommt, der Sound mit den lauten Lüftern. Schönes Abbrobbeln höre ich da. Saumäßig gut. Und Mutlu, hör mal, das ist laut. Mutlu hatte so ein bisschen Angst wegen TÜV. Hier ist auf jeden Fall Sound vorhanden. So, wir gehen jetzt mal in die erste Messung. Wir versuchen das gerade mal so wie bei dem 7er aus wirklich niedriger Drehzahl. Hier ist ja auch ein 6-Liter drin. Mit 2,3 Liter. Mal gucken, ob der das genauso gut macht mit der CarJet. Beginnen die Messungen so bei 1200 Umdrehungen Vollgas. Guck mal, macht er auch gut. Mal gucken, wie drehfreudig der Motor ist. Er ist auf jeden Fall drehfreudig, der Kollege, ne? Boah, leistungsmäßig. Ich muss jetzt schon schmunzeln. Ihr guckt euch Radleistung an und wir machen mal zwei Lüfter aus, dass ihr den Sound voll genießen könnt. Sound müsste geil gewesen sein jetzt von außen. Und er hat sich jetzt hinten am Schluss noch mal aufgebäumt. Und ich habe bis Drehzahlbegrenzer gedreht. Also jetzt bin ich gespannt, was der an Leistung auswirft. 143 PS soll er in der Serie haben. Guck mal, 155 PS und 154 PS und 205 Newtonmeter. Bombe, ne? Ja. Hier drucke ich auch beide Läufer aus, weil sie sehr identisch sind. Ich glaube, damit ist der Besitzer zufrieden. Wenn der Motor absolut ungetuned ist, also sprich serienmäßig, könnte man, wie sagt man so schön, steht er gut im Futter, so wie ich. Mhm. 205 Newtonmeter und wie gesagt 155 PS gehen wir zum Besitzer. Ja, Ergebnis geil, ne? Schön, bin total zufrieden damit. Und nichts dran gemacht, keine Nockenwelle, nichts verändert? Der hat mal irgendwann den Kopf, also die Nockenwelle müsste original sein tatsächlich, Kopf ist mal irgendwann zumindest poliert worden, so ein bisschen Ecken und Kanten sauber gemacht hat tatsächlich. Der Auspuff bringt halt ein bisschen, glaube ich, mit dem Fächer und auch drehmomenttechnisch sieht man das. Was er auf jeden Fall bringt, ist Sound. Ja, definitiv. Eindeutig. Macht unfassbar Spaß. Der hört sich echt krass laut an. Also das hört sich wahrscheinlich, ich weiß nicht, von außen war wahrscheinlich auch schon soundmäßig einer zu Hause. Leistung und Drehmoment, ich weiß nicht, weißt du die Serienangabe von dem? 190 hatte ja normalerweise serienmäßig und der originale Alpina C1, also auch mit dem C1 Motor, hat 210. Von daher liegt er da total nah jetzt dran. Also ja, perfekt. Mega zufrieden mit. Und du siehst, spielt sich alles so im oberen Drehzahlbereich ab. Ich habe gerade wahrscheinlich 40, 50 Umdrehungen vor dem Drehzahlbegrenzer aus dem Gas. Beim zweiten Lauf war es dann genau der Drehzahlbegrenzer. Perfekt. Also das läuft wirklich Bombe, das Auto. Vielen Dank. Ich hoffe, du hattest Spaß hier, auch mal wieder in Dortmund zu sein. Auf jeden Fall. Ich war schon ein paar Mal hier wieder die letzten Jahre, aber immer wieder schön.
Okay, aber du bist gebürtig jetzt in Berlin? Ich bin jetzt, wohne jetzt in Berlin. Denn gebürtig. Ja, südlich von Berlin, ja. Gebürtig aus Dortmund. Ich wollte es gerade sagen, irgendwas kommt da durch. Wenn du Berlin mit Dortmund vergleichst, würde mich interessieren, wie würdest du das beschreiben? Berlin, also ich wohne südlich von Berlin, das ist eigentlich Brandenburg. Berlin selber ist wie so ein großer Ameisenhaufen, total wuselig, total voll, total laut. Ich persönlich bin immer froh, wenn ich wieder draußen bin tatsächlich und habe so die Ruhe um mich herum mit viel Wasser und viel Wald. Und Dortmund, klar, ist halt ein Stück Heimat, hat auch ganz, ganz viele schöne Ecken. Aber mittlerweile ist Berlin wirklich so, wo ich sage, beziehungsweise Brandenburg ist Heimat geworden auch. Und das bleibt so. Cool. Ja, danke, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Und jetzt geht es zum nächsten Auto. Fahrzeugfabrikatwechsel, Kameramannwechsel. Ja. Kaum mal Mercedes. Ist der Sven hinter der Kamera? Na sowas. Sven, du hast sehr schöne Autos heute verpasst. Ja, ich habe schon gesehen draußen. Ja, richtig geile Granatenautos. Nichtsdestotrotz haben wir hier auch ein schönes Auto. Ein W123er als 2,8 Liter. Handgeknüppelt das Teil, also handgerissen mit weißem Dach. Und früher hat man es noch, guck mal hier, lackiert, nichts Folie. Ja. Nicht wie bei unserem 123er, sondern hier ist es noch lackiert. Ja, aber was sagst du? Mercedes 123er als 280er. Hatten wir nie mit dem Motor, glaube ich, ne? Nein, wir haben noch nie einen 2,8 Liter Motor gehabt. Der hatte diesen Motorblock, wo zwei Nockenwellen drin laufen, aber trotzdem ein 8-Ventiler ist. Okay. Also schon ein geiles Teil. Ich wäre jetzt nicht der Handschalter-Fan, aber das Gute ist, mit Handschalter gibt es halt keine Ausreden, warum der keine Leistung hat. Mhm. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir heute Mercedes mal hier ordentlich abliefert. Weil alle Autos haben heute ordentlich abgeliefert, alle hatten gute Leistung. Und wir hoffen, dass wir hier unsere 185 PS stemmen. Weil ihr wisst ja, sobald der Mercedes-Stern sieht, der Prüfstand, sagt er sich, oh, ich muss mal intern da was verändern. So munkeln die Gerüchte. Wir gehen jetzt aber erstmal zum Besitzer und fragen mal, ob der vielleicht was dran gemacht ist. Ja, 123 280e hast du uns mitgebracht. Genau. Magst du uns was dazu erzählen? Ich kann es mal versuchen. Allerdings kann ich so viel noch gar nicht dazu sagen, da wir den vor anderthalb Monaten erst gekauft haben. Oh krass, warum hast du dich für den 123er entschieden? Also ich habe ein bisschen viel Videos von der Halle 77 geguckt, glaube ich. Aber du hast dich ja dann nicht für einen kleinen Vierzylinder entschieden, sondern hast direkt in die Klütze gehauen und hast gesagt, ich nehme einen Sechszylinder, ne? Das war mehr Zufall, weil der gerade einen Ort weiter gerade angeboten wurde für recht wenig Geld, wie ich danach auch noch wohl rausgefunden habe. Und jetzt sind wir natürlich alle neugierig. Was heißt recht wenig Geld? Wenn du vor anderthalb Monaten gekauft hast und TÜV hat er ja, sonst wärst du nicht hergekommen. Der hat frisch TÜV ja auch im Dezember gekriegt. In der gekostet hat er 5.200. So rum. Ich wollte gerade sagen, für 2.500 hätte ich jetzt im Arm und gesagt, hey, ich brauche vielleicht auch doch noch einen Schalter. Aber 5.2 ist ein sehr fairer Preis für einen 123er Mercedes. Mit TÜV gehen die so ab 8, 9 bis 10. Genau, habe ich auch gedacht, wie unseren Petrolfarmenden würde ich auch abgeben. Aber jeder weiß von euch, das Ding ist mit Briefmarkensystemen geflickt. Technisch haben wir unfassbar viel neu gemacht, wirklich unfassbar viel von Achsteilen über Vergaserteile und. Und ich habe gesagt, so um die 7,7 möchte ich für das Auto auch haben, wenn der weggeht. Den fährt ja jetzt in der Zeit noch der Daniel und der bekommt ja den 7er BMW. Und deswegen würde ich den abgeben. Aber 7,7 wäre so meine Preisvorstellung, weil ich habe es genauso geguckt wie du. Wenn so ein Auto TÜV hat, kostet eigentlich so ab 7 aufwärts. Ja. Und geht auch schnell weit über 10, so je nach Richtung, Zustand. Ja, genau. 5,2 ist schon günstig. Hast du das verhandelt oder war der schon recht günstig angeboten? 5,6 wollte haben, bei 5,2 sind wir dann gelandet. Wäre dir egal gewesen, Schalter, Automatik? Schalter schon lieber, glaube ich. Ich hätte lieber Automatik, ich bin ja der Ältere. Aber als Schalter mit dem Motor, wie fühlt sich das für dich an? So viel kann ich noch gar nicht sagen, aber wir sind auch noch 100 Kilometer gefahren und jetzt die 160 hier runter. Von der Leistung her bist du zufrieden? Ist so in Ordnung, ja. Was denn dein weiterer Plan mit dem Auto? Eigentlich soll er so bleiben, Felgen soll er, wenn es geht, noch andere bekommen. Hast du da schon was in Aussicht, was dir gut gefallen würde? Was Altes, so 80er Jahre. Was gibt auch ja zu der Zeit passt. Es gibt ja diesen Penta-Style, so wie es bei unserem T-Modell hier vorne steht. Das ist ja so Oldschool-Design. Realfelgen sahen immer sehr gut auf dem Auto aus. Oder es gibt auch das typische, zum Beispiel so wenn BBS, glaubt, die BBS. Richtung ein bisschen so mit Speichenoptik. So wahrscheinlich wird es so in der Richtung. Oder je nachdem, was es dann auch halt gerade günstig gibt in der Gegend. Was sagst du zu dem weißen Dach? Genau, das Auto hat irgendeinen Vorbesitzer, der war mal komplett weiß gewesen und den unteren Teil hat er dunkelblau lackiert. Andersrum. so läuft der Hase. Ich habe es gerade noch gesagt. Nee, der war hat jemand das Dach weiß gemacht. Aber so geht es natürlich auch. Wenn der weiß nicht gefallen hat, machen wir halt einfach blau unten rum. Der war mal komplett weiß gewesen. Ja. Anfang fand ich es nicht so gut, aber umso öfter ich angucke, finde ich es eigentlich immer besser. Du hast aber für den Preis gesagt, akzeptierst du das einfach. Ja.
Sind dir denn schon technische Mängel aufgefallen oder bist dir irgendwas aufgefallen, wo du sagst, oh, war ja, hätte ich nicht gedacht? Nee, tatsächlich. Wie ist Warmstartverhalten, wenn er heiß ist? Springt er gut an? Ach genau, wenn er kalt ist, springt er sofort an. Und wenn, wenn er warm ist, dann leiert er ein bisschen länger. Ich kenne noch meine Pappenheimer bei so einem Auto, wie was funktioniert. Genau. Was mir noch aufgefallen ist, die Zündkabel, die sind ein bisschen vom Marder angefressen. Aber er läuft, ich habe gemerkt, auf allen 6 Zylindern. Nee, das jetzt bei so einer hohen Feuchtigkeit kann natürlich sein, wenn er durchgeknabbert ist, dass dann Funkenflug springt. Aber das würden wir dann gleich auch im Fußstand merken. Vom Fahrverhalten ist jetzt nichts aufgefallen. Aber woher kommst du? Wie weit seid ihr jetzt gefahren? 160 Kilometer vom Marburg. Cool, nicht all so weit. Willst du Radlaufchrom dran lassen? Eigentlich nicht, es war schon dran. Mir gefällt es auch ohne besser, aber ich habe ein bisschen Angst, es abzumachen. Kann ich verstehen. Ich will jetzt nur 23er Diesel an den Braunen denken. Dahinter war auch alles leider rostig, weil wir die lange drauf sind, sammelt sich natürlich dahinter Wasser schön. Das sich auch, und Rost. Aber für das Geld kannst du erstmal nichts falsch machen. Denk, du hast auch ein gutes Gefühl. Ja, doch. Eingetragen haben die 185 PS, meine ich, ne? Sollte der haben. Ist eingetragen, der hat aber einen Cut nachgerüstet und da habe ich gelesen, dass sie dann wohl nur noch 177 haben sollen. Aber im Brief stehen noch die 185. Okay, 177 PS. Ja. Drehmoment wird gut sein. Wir messen den Wagen auf jeden Fall im vierten Gang. Einen Tourenzähler hat der auch. Ich würde sagen, dann springen wir mal ins Auto und gucken mal, was er macht. Ne? Ja, bin ich mal gespannt. Ich auch. Aber von den beiden BMWs in den 123er, sind die Sitze schon wieder? Ja, ein bisschen busfahrermäßig. Ich muss gerade lachen. Wir suchen jetzt mal Mikey, alter Carporn, 123er Taxi. Da sitze ich auch so in dem Sitz. Am Lenkrad, bin ohne Airbag unterwegs, doch ich bin kein Gangster. Ah, 123. Hier ist auf jeden Fall eins ganz anders wie bei unserem Autos. Was fällt dir auf, was bei unserem Auto nicht so wäre? Oh, da ist ordentlich Sprit drin. Ja, ordentlich, da kann man ordentlich fahren, ne? Ja. Sehr gut, so lobe ich mir das. Radio ist auch sehr geil. Ich glaube, du hast das auch in der 190. Tatsache, das ist das Gleiche, ja. Und hier, der Patron der Schutzreisenden. Reisenden ist das wieder was anderes. Ja. Mein Steckenpferd, mein zweischneidiges Pferd, ne? Mhm. Mein Gott. Mich hat heute Morgen ganz ehrlich zu mir gesagt, Marco, wirklich, geh Arzt, der hilft dir da. Was mir in meinem Kopf manchmal wohl vorgeht, ne? Tja. Ihr wollt es nicht wissen. So, ich mache hier mal die Latüchte an. Okay. Latüchte anmachen. Ist hier drin. Hier ist schon mal ein Mangel. Also Latüchte an oder aus. Kein Licht mehr. Dann können wir es auch auslassen. Jetzt bin ich mal gespannt, was Mercedes hier gleich abliefert. Allein wie lang der Schaltknauf ist. Ja. Das ist schon. Du könntest auch hier, wenn du ein bisschen sportlicher bist, fasst du unten an den Schaft an. Oh mein Gott, Alter. Zu viel Umgang mit Kumpels gehabt. Ja, ich glaube auch. Ui. Ui, der war ja Lust hier. 177 PS ist doch schon eine Anlage in dem Auto. Für 123er ist das schon fett. Ich muss dazu sagen, wir haben auch schon mal eingemessen. Also ist jetzt wirklich nicht der erste. Aber ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr daran erinnern. Prüfstandssieger sieht noch was her. 4000 Umdrehungen haben wir angepeilt. Lüfter laufen. Ich muss mir das gerade vorstellen. Du bist der gediegene Mercedes-Fahrer. Mir fehlt ja jetzt erstmal die Mittelarmlehne. Ne? Mhm. Apropos Mittelarmlehne. Oh. Was ist ein Gameboy drin? Was für ein Spiel ist denn da drin? Tetris, oh geil. Ich stell mir vor, bist du der Mercedes-Fahrer, stehst du an der Ampel, hast du einen zweiten Gang drin und guckst du rüber zum 328-Fahrer. Da reißt sie immer die Dinge durch. Aber du merkst, sie ist schon dahinter auf jeden Fall. Der hat schon Bock, der lässt mal einen krachen. Ich hoffe, ich werde alles tun, um seine Serienleistung hinzukriegen. So, wir haben schon mal eine Entschuldigung, dass wir ein Cut verbaut haben. Mhm. Also 175 PS muss er bringen. 175 müssen stehen. Also Mercedes. Mach ich keinen 16V raus, ne? Muss man 116V denken. Vierte Gang möglichst früh einlegen. Und ich bin mir sicher, jetzt machen wir mal einen Tacho voll. Ja, ich glaube auch. Also vierte Gang bei 40 km/h ist drin. Vollgas. Oh, jetzt legt er sich Zeug in der Tacho. Weiß gar nicht, was los ist. Er fliegt hier. Gas. Oh, der Motor fühlt sich sehr zäh an. 177 PS, 175 PS. Ah, die Radleistung sieht super, super mau aus. So, ich gebe dem Auto jetzt gleich nochmal eine Chance. Ihr seht jetzt den Außenlauf und ich stimme das Ganze jetzt nochmal neu ab im dritten Gang.
um zu hoffen, dass er da noch ein bisschen mehr Leistung hat. So, oder komm, wir müssen in dem Lauf schon verraten, warum wir das jetzt machen. Leistungskurve seht ihr jetzt und jetzt seht ihr auch direkt das Ergebnis. Da ist mal gar keiner zu Hause. Das ist das Drehmoment von einem 2-3er Motor und die Leistung von einem 2-Liter Motor. Mhm. Oh mein Gott, da müssen wir uns ja auf Leistungssuche geben. So, dritte Gang, jetzt muss ich mir mal die Drehzahl von 4000 wiederholen. Wo könnte der Fehler sein? Ich höre so ein Zischen hier. Als ob irgendwas zusitzt. Ich messe jetzt noch mal im dritten Gang. Ihr seht das Ganze jetzt mal von außen und vielleicht hört ihr das auch vielleicht von außen. Vollgas. Auch bei 6 und Gasgang, weil die Leistung rapide abstürzt. Irgendwas stimmt nicht. Müssen wir gleich den Jan fragen. Der sagt, was da los ist. Oder vielleicht hört er was. Jan, wir sollen ja eigentlich 185 PS haben. Und 109 PS im dritten Gang macht es nicht besser. Und 170 Newtonmeter. Das hört sich so an, als ob der was verstopft ist, ne? Welche Farbe? Eher dunkel. Das stinkt auf jeden Fall doof. Ich habe den Lüfter mal aus. Ich will mal nur erste Gang und zweite Gang hören. Ob da das Zischen... Sind die Reifen? Ein Wetterreifen. Da ist keiner zu Hause. Aber der Wagen hat, hört mal, der läuft ganz sauber. Da muss man jeden größeren Fehler vorliegen. Komm, wir gucken mal unter der Haube. Ich mach den mal aus. Mein Gott, das ist aber Mann. Das ist ein Mordsmotor, ne? Ich sehe die Kabel hier, die sind brüchig, aber ihr merkt, das hat damit nichts wirklich. Hundertprozentig kann ich das ausschließen, dass es die Zündkabel. Hundertprozentig schließe ich das aus. Dann wird er zappeln. Dann wird der ruckeln, zappeln. So, was haben wir hier noch? Verteiler steht. Der Auspuff, also eigentlich, wenn der Wagen hat, den nachgerüsteten Cut. Tun wir mal gefallen, steck mal, den haben wir Lambda-Sonde, kriegen wir die mal kurz implantiert. Machen wir immer die Lambda-Sonde an. Und ich möchte jetzt gerne einfach Lambda mitlocken, weil das gefällt mir nicht. Also gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder kriegt der Motor überhaupt keine Luft oder er kriegt die Abgase nicht weg. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er günstig war, ne? Weil gefühlt hat er sich angefühlt, hat er sich gut, ne? Aber, ja. aber die Ergebnisse sprechen für einen, ja, eigentlich so einen 2-Liter bis 2,3 Liter Motor. Mehr ist da nicht drin. Also eigentlich drehmomentmäßig sind wir so bei ungefähr beim 2-3er Motor bei dem ersten Lauf. Und PS-mäßig sind wir ja, da ist dann 190er eher kräftiger. Mhm, ja. Ne, Vollgas kriegt der, das fühlt sich alles gut an. Aber es fühlt sich so, als ob der seine Abgase nicht wegkriegt. Ja, er qualmt halt hinten schon ein bisschen dunkel. Möglich, dass er sie nicht wegkriegt, keine Frage. Oder ob der Luftfilter, guck mal, kannst du die Klammern mal aufmachen? Ob vielleicht ein Tierchen sich eingenistet hat? Oh je. Der springt jetzt gleich da raus. Aber der ist jetzt auf jeden Fall gerade ein bisschen warm dann. Kein Tierchen drin, Luftfilter ist sauber. Ja, das ein bisschen echt ölig, aber nichts Gravierendes. Ja. Weil jetzt zieht sich ja auch viel Öl rein. Was ich mir vorstellen kann, wenn der sich natürlich Öl reinzieht, das heißt... ist ja alles ölig, komplett. Genau, das heißt also, der Motor baut einen Druck auf. Also im Motor entsteht ein hoher Druck. Kann ich mir aber auch nur so erklären, wenn er seine Abgase nicht wegkriegt. Naja, wir gucken uns erstmal den Lambda-Wert an. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob wir den Kraftstoff da haben. Weil wenn wir jetzt Kraftstoff da haben, kriegt er sie entweder nicht weg oder mit dem Zündwinkel stimmt was nicht. Aber einen Zündwinkel würde ich auch ausschließen, weil dafür läuft er mit sauber im Leerlauf. Könnte ja vielleicht sein, man weiß ja nicht, wann da wer einen Cut eingeschweißt hat, dass der vielleicht schon so zerfallen ist. Genau. Das ist auch meine Vermutung, die ich habe. Mhm. Dass der Cut eingefallen ist und oder vielleicht der Cut rausgebröselt, sich irgendwo im Endtopf quergelegt hat. Anders kann ich es mir nicht erklären. Weil der Motor... ein bisschen weniger Leistung wissen wir bei Mercedes, aber das da so, also so schlechtes Mercedes, das ja. können wir nicht durchgehen lassen. So, der Jan hat uns die Lambda-Sonde aktiv gemacht. Wir setzen uns nochmal ins Auto und gucken mal. Ich habe es gerade schon zu Micha gesagt. Stell dir mal vor, wir hätten 16 Autos wie früher mal im Sommer. Mhm. Das wäre technisch. Dann könnten wir sowas gar nicht mehr machen. Nee. Und heute ist so eine richtig gemütliche Runde, hat richtig Bock gemacht mal wieder, wo wir sagen, ey geil, da ist unser Lambda-Wert oben rechts. Mhm. So, ich sehe jetzt schon Kraftstoff, gutes Gemisch, 0,95 ist top. Mal so gar keinen langen Gewirbel, wir machen direkt nochmal einen neuen Lauf, können den ja auch im dritten messen. Ich messe jetzt einfach im dritten, geht ja letztendlich nur um den Lambda-Wert, ne? Ja. Kraftstoff
Auspuff ist da, Zündung, sage ich, steht. Es muss also was mit dem Katalysator zu tun haben oder Auspuffanlage, der kriegt die Abgase nicht weg. Irgendwas in dem Bereich würde ich suchen. Also wenn es jetzt mein Auto wäre, würde ich jetzt in die Halle fahren, würden wir die Hosenrohre vorne abschrauben, würden die einfach die Auspuffanlage ablassen und wieder direkt zum Prüfstand fahren. Warum lacht der Jan? Der lacht draußen. Ein Reihensechszylinder mit zwei Krümmern mit ungefähr diesem Ausgang, die auf einen Kack gehen, der ungefähr solch ein Rohr hat. Die auf einen Mittelschalldämpfer gehen, der solch ein Röhrchen hat. Also irgendwas stimmt nicht mit der Ausfahrlage, sagst du. Das sieht irgendwie nicht aus, als wäre es für einen 2.8er Motor. Das sieht eher ähnlich so aus. Golf 1.3, 1.6. Beim 2.8er die Ausfahrlage, ich weiß, wovon wir jetzt sprechen, die ist nämlich teuer. Und vom 2.30er, die oder vom 2.100er, die ist billiger. Ja. Da hat irgendeiner vielleicht Braten mal mit Rosenthal gemacht. Ja, und es ist zumindest hier adaptiert worden. Weil 109 PS, 173 Newtonmeter sind eindeutig die Läufe. Ich drucke jetzt den Besitzer die erstmal aus, dass er das mal hat. Dann war vierte und fünfte Gangmessung. So ganz zu Hause ist da keiner. Mhm. Wir haben gerade BMWs gehabt mit richtig lauten Auspuff und jetzt haben wir ein Auto, wo mit leisen Auspuff ist, ne? Mhm. Aber wenn der sich jetzt die richtige Auspuffanlage kauft und die drunter macht, muss ich ja anfühlen wie Chiptuning dann. Ja, auf jeden Fall. Aber der kann definitiv nicht ausatmen. Julian würde sagen, der stopft. Und das tut der. Also wir, das ist eine Vermutung. Aber wir können ja mal gucken, ob wir mit der Kamera von unten jetzt ein paar Bilder einfangen können. Aber damit gehen wir jetzt erstmal zum Besitzer und müssen ihm das irgendwie mitteilen. Gesehen hat das ja schon. Ja, ich glaube, ich brauche nicht viel erzählen. Ich habe schon gesehen, ja, da fehlen ein paar PS. Ein paar ist gut. Ja. Von 177, wenn wir davon ausgehen, fehlen da mal recht viel. Du hast gerade, ich könnte sagen, einen gut laufenden 2-Liter-Motor oder auch einen schlecht laufenden 2-Liter-Motor da drin. Wir haben jetzt da gerade natürlich versucht, mal ein bisschen Fehlerdiagnose zu betreiben, indem wir auch mal Lambda-Sonde und sowas mal mitgenommen haben, dass wir mal gucken, ob Sprit da ist, ob Zündung da ist. Und ich würde sagen, das ist beides wirklich in Ordnung. Problem ist aber, ich glaube, die Auspuffanlage. Irgendetwas. Der Cut ist ja nachgerüstet. Ja, der und ich ist kann mir vorstellen, ist der wohl mal genau. Ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht durch die Cargetronic mal irgendwann, vielleicht hat die Cargetronic mal gespult, hat Sprit reingehauen, dass das verglüht ist, was zusammengeschmolzen ist, was sich verkeilt hat und der seine Abgase nicht wegkriegt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Der Jan hat gerade mal drunter geguckt, der sagt, das sieht auch komisch adaptiert aus. Also ist scheinbar nicht so cool. Das heißt, ich denke. Ja, der also, Innenhakenzeichen, also Cut raus damit. Ja, bisschen. Weg. Ja. Aufkleber hinten wieder aus der Heckscheibe rausreißen und den Cut. Das soll eh noch weg, ja. Und dann hat das Mensch schon gesagt, wenn es daran liegt, fühlt sich das für dich an wie Chiptuning. Also das Auto müsste vom Drehmoment her, ich kann es mir nicht vorstellen, was wird so ein Auto haben? 2,8 Liter, 220, 210 Newtonmeter sollten da Minimum anliegen, sogar mehr würde ich sagen. 240 ist, glaube ich, angegeben. Ich habe gerade nochmal geguckt. Ja. Jetzt hast du 180, das ist echt mau im vierten Gang gemessen. Da wollte der aber auch gar nicht hochdrehen. Ich habe schon gemerkt, der ist, glaube ich, bei 190 km/h um Tacho ausgestiegen, wo ich gesagt habe, ich bringe nichts mehr, den noch höher zu drehen. Okay. Also ich würde es wirklich zu 90% auf die Auspuffanlage schieben. Also ist jetzt eine Vermutung. Ich sage, wenn es jetzt mein Auto wäre, würde ich jetzt rückwärts raus in die Halle, die Auspuffanlage abbauen, beiseite legen, ohne Auspuffanlage wieder auf den Prüfstand. Das wäre zwar laut, aber dann wüsste ich, ob wir den Fehler da finden. Also so würde ich jetzt vorgehen. Und so kann ich dir eigentlich nur den Tipp mitgeben, wie du vielleicht vorgehst. Aber ansonsten läuft der gut. Also ich glaube nicht, dass es, viele werden jetzt vielleicht geschrieben haben, ey, die Zündkabel, mach erstmal die Zündkabel. Klar, die musst du auch machen. Auch die natürlich. Aber die Zündkabel sind nicht die Ursache, warum das Auto keine Leistung hat. Das steht fest, wie es so läuft er ja auch gut. Ja, läuft top. Wie gesagt, für den Preis, ich glaube aber nicht, dass du was falsch gemacht hast. Guck mal, dass du dich damit nicht. Umso mehr ich mich umgeguckt habe, denke ich auch, dass das ein Schnäppchen war. Und leistungsmäßig wirst du schon die Leistung finden. Ja. Hoffe ich zumindest, dass es an der Auspuffanlage liegt und du demnächst mir ein bisschen mehr Leistung rumfährst. Habe ich schon mal einen Anhaltspunkt, wonach du gucken was man dann angehen kann. Und dann schauen wir mal. Ja. Gut. So. Das war es auch schon wieder für das heutige Video. Heute hat Spaß gemacht. Ein Auto war noch angesagt, eigentlich. Es wären 5 heute gewesen. Aber der Besitzer hat angerufen. Das Auto ist leider kaputt gegangen. Was für ein Hersteller war es? Alfa Romeo. Ich danke euch fürs Hierherkommen. Ich hoffe, ihr hattet hier alle ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Prüfstandsvideo im nächsten Sonntag. Ciao. Dum 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 d